Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Veloz-Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K21. Und zwar als allererstes eine kleine Info. Ich glaube, das Video hier kommt nämlich am Montag raus, wenn ich mich nicht verschätze. Müsste es jetzt Montag sein, wenn ihr das hier seht. Und zwar kommt dann morgen, werden dann zwei FIFA-Videos rauskommen. Ich werde nämlich den Karrieremodus Let's Playen. Ich weiß tatsächlich noch immer noch nicht, welches Team, aber ihr wisst ja, ich produziere mal ein bisschen vor. Und es wird auf jeden Fall dann FIFA erstmal geben, zwei, drei Tage auf meinem Kanal. Aber keine Angst, ich werde nicht mit NBA 2K21 aufhören oder so. Ich werde nur wahrscheinlich die ersten zwei bis drei Tage, also ich gebe von drei Tagen aus, FIFA rausballern im Karrieremodus. Und danach werden hier parallel auf meinem Kanal immer einmal FIFA, einmal NBA Let's Play. Also nur für alle, die sich dann fragen, ey, warum kommt kein NBA? Weil dann erstmal FIFA kurz ansteht, aber danach kriegt ihr jeden Tag weiterhin eine Folge NBA 2K21 und dann eben auch parallel eine Folge FIFA 21. Nur zur Info, das auf jeden Fall dazu. Und ja, heute spielen gegen die Philadelphia 76ers im Wells Fargo Center. Sixers wirklich mit einer guten Season bisher, obwohl Embiid verletzt ist. Wir dagegen momentan noch ein bisschen am Struggeln. Wir kämpfen um die Playoffs und ihr seht, ich habe mal Classic Jerseys ausgewählt. Hatte mal richtig Bock drauf, hier die alten Orlando Magic Jerseys zu nehmen und auch bei den Sixers dieses Oldschool Jerseys zu nehmen. Einfach nice. Hier die Starting Fives erstmal bei den Sixers. Mike Conley, der ja auch bei uns gespielt hatte. George Richardson, Ben Simmons auf Small Forward, Al Horford und Vincent Pioneer. Bei uns die Starting Five leider war ein bisschen schnell weg. Marcel Gardner auf der Point Guard Position. Erstmal hier Tip-Off geht an uns. Marcel Gardner Point Guard Position, Spencer Pope Shooting Guard. Dann haben wir natürlich Kevin Porter Jr. Small Forward, Morris Power Forward und Center natürlich Mohamed Bamba. Der hier jetzt schön den Block gestellt hat. Ja, gut. Der wird dann weggeblockt. Gardner. Pope hat ein bisschen Platz gehabt. Macht ihn leider nicht rein. Oh, aber hier der Steal. Und Foulspiel. Wurffoul von Al Horford an Morris. Ich habe natürlich auch nochmal die Rotation entsprechend angepasst. Den Rotationsplan jetzt, da ja Tyler Hero bei uns spielt. Und ich habe den nochmal ein bisschen variierter, sodass zum Beispiel auch Michael Porter Jr. zum Beispiel ab und zu auf Power Forward Position spielen wird. Die Variante mit dem kleinen Center mit Morris habe ich erstmal gestrichen, da es von der Minutenverteilung nicht so gut gepasst hatte. Da ich ja auch Kevin Gordon mit mehr als genug Minuten geben will. Jetzt hier aber erstmal Pioneer oder Poirier. Poirier. Schwieriger Name, die richtige Betonung. Der ist nicht drin. Jetzt Marcel Gardner. Passt den zu Spencer Pope, Bamba. Mohamed Bamba. Ach, das Floppy hat nicht so geklappt. Jetzt brauche ich gleich einen Drive von Gardner. Gardner, starke Aktion, holt sich den Offensive Rebound. Jetzt Spencer Pope. Macht ihn leider nicht rein. Das hatte mir auch der Norby geschrieben, dass ich immer rausgepasst habe, wenn ich den Offensive Rebound hatte. Muss ich mir auf jeden Fall auch ein bisschen angewöhnen, dann einfach direkt selber scoren zu wollen. Jetzt bei Gardner war es natürlich aber sinnvoll, den rauszupassen. Boah, was ein riskanter Pass und Foulspiel, sagt der Referee. Okay, Mohamed Bamba hier mit einem Foulspiel auf Al Horford. Wo man echt sagen muss, dass es mir auch ein bisschen in der Realität ein bisschen schade finde. Ich wollte gerade sagen, es mir leid tut, aber so schlimm ist es ja nicht. Boah, ich weiß nicht, ob das ein Foul war. Naja, nehme ich die Challenge? Oder ist wahrscheinlich schon zu spät, ne? Na gut. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich finde es ein bisschen schade, wie Al Horford so ein bisschen untergeht bei den Sixers. Das passt einfach von vorne bis hinten nicht, die ganze Kaderplanung. Ben Simmons und Embiid als Duo. Ich sag mal so, wenn Ben Simmons Point Guard ist, dann wird das nicht. Du brauchst einen anderen Point Guard. Ich glaube, als Duo können sie trotzdem funktionieren, aber nicht in solchen, nicht wenn sie wirklich miteinander so harmonieren sollen. Jetzt hier Gardner. Nimmt den Drive. Morris. Pope war da ein bisschen frei. Movement ist eigentlich da. Morris soll den Block stellen. Ah, schwierig. Jetzt muss ihn Michael Porter Jr. nehmen. Und trifft diesen contesteten Wurf stark. Leider nur ein langer Zweier, kein Dreier. Jetzt George Richardson. Bringt den Ball hier nach vorne für Philly. Richardson, oh, Pope war da nicht gut dran. Conley gegen Gardner. Ah, gut nochmal geswitcht, aber Robinson konnte trotzdem werfen. Unser Ball. Morris hatte da, ist da vehement hingegangen. Porter, einfach ein Bucket nicht gemacht. War nicht so gute Idee eigentlich. Und jetzt auch schwierig. Und der Tipp, das gibt's nicht. Ich wollte Tipp entsagen, der Putback hat auch nicht geklappt. Hätte ich mit Porter, mein Fehler, hätte ich absolut mit Porter selbst abschließen müssen.
statt auf den Dreier zu gehen. Das war ein klarer Fehler meinerseits. Jetzt Richardson. Pope verteidigt ihn. Simmons wird da weggeblockt von Mohamed Bamba. Keine Chance. Nicht mit Bamba. Gardner. Morris. Boah. Jetzt hier. Oh, Pope verliert den. Pope verliert den. Foul hier. Foul von Spencer Pope. Eigentlich ist es ein Clear Path Foul. Aber gibt es anscheinend nicht. Deswegen war es ein super gutes Foul. Aber eigentlich nach Regelwerk hätte es doch Clear Path Foul geben müssen. Oder Clear Path, wie auch immer das ausgesprochen wird. Harris macht, Portis hat den gemacht, sorry. Tyler Herro jetzt unter anderem mit dabei. Hier haben wir ihn. Herro kriegt den Block gestellt, kann den Dreier nehmen. Trifft ihn nicht und Bamba kriegt den Rebound da nicht, warum auch immer. Den hätte er eigentlich haben müssen. Ah. Okay, Tobias Harris hier. Ah. Chris Dunn. Mit, ja, ganz schlechter Wurf. Ich bin noch nicht drin im Spiel. Ich bin absolut noch nicht drin im Spiel. Dann verteidige ich jetzt gegen... Boah, gut, ich kann es gerade nicht lesen. Dann bleibt er dran. Gegen Shaik? Oder irgendwie so? Dann bleibt er dran. Ah, gut. Jetzt hier Herro. Tyler Herro. Porter kann den nehmen. Macht den aber auch nicht rein. Ganz schönes Low-Scoring-Game, muss man auch echt sagen. Oh, der Steal vom Bamba. Dann war am Ende da. Und 2-for-1 sogar noch gegangen. Sehr schön. Stark. 6-6, also echt wenig Punkte bisher in diesem Spiel. Hauptsache, wir haben erstmal wieder ausgehen. Jetzt hier Shayok. Dann wäre da wieder fast dran gewesen. Shayok muss echt aufpassen, den Ball nicht zu verlieren. Weil dann hat er eigentlich Bock, macht jetzt das Foul. Ja, damit haben wir ihn jetzt natürlich, haben uns selber das 2-for-1 genommen. Das ist halt, wenn du dieses bisschen zu Aggressivität, zu viel Aggressivität in dir hast. Milton, Shake Milton jetzt hier. Doppelteam, absolut das Richtige. Jetzt hat aber Milton den Wurf und macht ihn tatsächlich per Buzzerbeater rein. Oh yes, Shake Milton. Stark. Fand das Doppel gar nicht so schlecht, weil halt die Zeit runtergelaufen war. So konnte man nochmal Druck ausüben, aber sie haben den Pass noch hinbekommen und hatten tatsächlich noch den rechtzeitigen Wurf von Shake Milton. Starke Aktion hier vom Point Guard der 76ers. So, weiter geht's jetzt hier. Gardner wieder auf dem Feld hier. Mike Conley, der letztes Jahr noch bei uns gespielt hat. Der Veteran. Harris hat hier das Mismatch gegen Gardner. Ja, Conley ganz frei, macht ihn aber nicht. Und dann holt sich hier aber Portis den Rebound. Das darf nicht passieren. Kevin Gore eigentlich klar der stärkere Spieler. Tyler Herro hätte weiterlaufen können. Herro kriegt den Block gestellt, muss den nehmen. Macht ihn rein. Dafür haben wir Tyler Herro geholt. Wir haben ja sehr, sehr viel für ihn abgegeben. Spielt jetzt gerade auf der Small Forward Position. Kann ja Shooting Guard als auch Small Forward spielen. Shayok hier. Conley haben sie gut gewechselt, den Ball. Gardner defensive technisch nicht so gut. Und schöner Floater da von Mike Conley. Sonst wäre Kevin Gore zum Block da gewesen. Wir haben gerade mal 23% Wurfquote. Also richtig schlecht. Oh, Gardner. Ah, starke Hände von Harris. Kevin Gore war da in die Zone gekommen. Das war eigentlich perfekt gemacht. Der ist nicht drin. Und jetzt ist Kevin Gore noch weit vorne gewesen. Tyler Herro. Herro ins Gesicht. Oh, der hat doch reingeguckt. Der hat doch reingeguckt, der Wurf. Schade. Herro kann solche Würfe aber auch nehmen, muss man sagen. Ben Simmons.
Ah, Hero jetzt ein verteidigender Spieler, das ist natürlich jetzt ein Problem. Conley gegen Hero jetzt. Aus dem Dribbling natürlich sehr schwierig. Morris. Pope. Macht ihn auch nicht rein. Eigentlich ein Wurf, den du reinmachen musst, Spencer Pope, Mann. Kein gutes Scoring unsererseits. Conley gegen Morris, jetzt das Mismatch natürlich viel, viel schneller, Conley. Pope hat jetzt ihn übernommen. Besseres Matchup. Vermeintlich, und das macht er stark, der Spencer Pope. Und jetzt Marcel Gardner, wird da mehrmals gehalten. Marcel Gardner. Und schönes Zuspiel auf Kevin Gore. Drin sind die Punkte. Bryce Kevin Gore hier mit dem Dunk. Starkes Anspiel von Marcel Gardner. Erster Assist, 11-13. Ja, nächstes Foul von uns. Sind da ein bisschen sehr aggressiv. Simmons hier, Conley. Haben sie stark gespielt. Ja, also so einen offenen Wurf darfst du ihn halt nicht geben, Richardson. Sonst macht er den. Pope. Dann. Ja, hat auch nicht so perfekt geklappt jetzt. Ja, versucht sich da durchzusetzen. Den Pass hinzukriegen. Wenig Zeit. Der sollte eigentlich auch nicht dorthin gehen. Ich wollte eigentlich auf Morris passen, aber nun gut. Pope muss da defense-technisch wieder dran sein. Und warum auch immer macht hier Tyler Hero das Foul. Unnötig. Dann ist er dran. Schwieriger Wurf. Spencer Pope. Tyler Hero. Sehr schön. Also wir sind immer noch dran. Beide Teams scoren nicht wirklich viel. Horford jetzt. Richardson. Oh. Bamba hat, ne, Pope war es, der noch versucht hat zu stören. Wir nehmen mal kurz eine Timeout, denn das Ganze gefällt mir nicht so gut. Philly müssen wir auf jeden Fall dicht machen, die Zone bei uns. Somit sie da eben nicht so schnell einfach reinkommen und so gut scoren können. Also Setup. Das ist natürlich jetzt hier für die Offensive. Rebounds. Würde ich eher Transition einschränken. Tempo, geduldige Offense. Beziehungsweise Durchschnitt, Freelance. Pick and Roll. Werfer freispielen. Automatisch. Defensive versuchen wir. Zurückbleiben auf jeden Fall. Wall up. Um Rebounds kämpfen. Und körperliche Defense spielen. Bisschen härter jetzt mal zur Sache gehen. So, Bamba jetzt mal. Bamba versucht sich da jetzt mal körperlich. Mann, ey. Ich finde die Regel auch so dämlich, ne? Offensive 3 Sekunden, sorry, aber gerade in der NBA, wo die immer kleiner wird, da steht niemand einfach in der Zone, schöner Stil. Ah, Mann, ey. Da steht doch kein Mensch mehr in der Zone und steht da einfach rum. Also welcher Center macht denn sowas noch? Und selbst wenn. Meine Güte. Da können so viele inzwischen mithalten eigentlich. Wow, gut gemacht. Gut gemacht von Philly. Die entrinnen uns jetzt so ein bisschen jetzt hier dann. Eventuell das Spiel jetzt mal schnell machen. Muss er den aber auch eigentlich treffen. Und Bamba wird gefoult. Okay. Aber auf All-Star zu spielen macht auf jeden Fall mehr Spaß als auf Profi. Das ist halt eine größere Herausforderung. Ich bin natürlich auch kein mega heftiger Spieler bei NBA 2K. Das ist auch klar. Simmons jetzt hier gegen Hero wieder. Ja, wir bleiben da zurück. Die sollen lieber den Wurf von draußen wählen.
Bamba, das gibt's nicht. Da darf er so nicht abschließen. Michael Porter Jr. jetzt hier. Hero. Ey, du hast den Wurf komplett frei und triffst nicht. Was ist denn los mit dir, Tyler Hero? Simmons. Kann man fernbleiben. Kann man ruhig doppeln, weil Simmons kann nicht werfen. Komm, nimm den Wurf. Ja, aber da musst du dann halt heftiger rangehen. Also das ist eine ganz, ganz schlechte Partie bisher von uns. Oh, dann... Ach, wird da wieder gefoult, immerhin. Von Bobby Portis. Schnelle Schritte, aber von dann. Och, Kollege, mach den doch rein. Macht einfach zwei Freiwürfe nicht rein. Katastrophe. Das hätte jetzt noch gefehlt, dass der reinfällt. Also gegen Philly haben wir momentan echt nicht gut lachen. Das gefällt mir bisher überhaupt nicht. Wir müssen ganz, ganz anders auftreten im zweiten Viertel. Wir haben gerade mal 15 Punkte gemacht. Also jetzt mal ernsthaft, 15 Punkte in zwei Vierteln, das ist ja nichts. Auch bei 5 Minuten. Ja, unsere größte Schwäche, Field Goals. Wir treffen nicht mal, ja, wir treffen nur die Hälfte von das, was Philly trifft an Prozentanzahl. Der Rest ist alles akzeptabel. Das, die Statlines sind ungefähr gleich. Der entscheidende Knackpunkt sind halt wirklich die Field Goal Prozente. Und da kacken wir halt unnormal ab. Und das muss jetzt in der zweiten Halbzeit komplett anders werden. Und das kann halt eigentlich nicht sein. Wir spielen immer mit Tyler Hero, wir spielen mit Spencer Pope, Michael Porter Jr. auf dem Feld. Also... Ja, darf eigentlich nicht passieren, dass du da so weit hinten liegst. Und ich glaube, jetzt hat auch noch Philly gleich Possession. Ja, das heißt, wir können theoretisch, wenn sie einen Dreier treffen, zweistellig hinten liegen. Conley verliert den. Fängt doch mal gut an. Jetzt Spencer Pope. Stark. Okay, sind nur 6 Punkte. Eben noch Gefahr zweistellig und jetzt sind es nur noch 6 Punkte. Foul von Gardner, aber egal. Eben den Steal geholt, dann darf er jetzt mal aggressiver rangehen. Simmons, da muss ich gar nicht rangehen. Simmons kann man halt echt wirklich vernachlässigen, ne? Und dafür dann hier Horford alles dicht machen, aber Conley sollte man nicht so werfen lassen. Spencer Pope. Finney Smith macht ihn nicht rein. Spiel nach hinten, Porter. Mach ihn doch selber. Mach ihn doch einfach rein, Mensch. Oh, Pope gegen Richardson. Pope bleibt da dran. Oh, Poirier. Dann ganz frei in der Zone. Das darf so nicht passieren. Ach. Jetzt hier Bamba. Oh, macht die nicht rein. Aber holt ja fast den Steal. Spencer Pope lässt Richardson werfen. Und das war keine gute Idee. 10 Punkte Vorsprung. Gardner. Was war denn das auch für ein Block? Aber jetzt immerhin das Mismatch gegen Ben Simmons. Ist da klar schneller. Finney Smith, bitte Distanz. Oh Mann, ey. Es will aber auch diese 50-50 Dinger fallen heute aber auch nicht. Junge, Michael Porter, das verstehe ich bei NBA 2K nicht. Warum switcht der nicht schneller hin? Der ist doch genau neben ihn. Pope, nimm den. Trifft er. Wichtig. Sehr, sehr wichtiger Bucket von Spencer Pope. Sehr, sehr wichtig. Porter kann ruhig fernbleiben. Philly nimmt eine Timeout. Boah, der Bucket von Pope war extrem wichtig. Kein gutes Spiel bisher von uns. Kein gutes Spiel. Manndeckung. Wir spielen auf jeden Fall jetzt Zone. 3-2 Zone. Rebounds. Um Rebounds kämpfen. Lieber die Transition einschränken. Wir werden Tempo selber forcieren. Werfer freispielen. Am besten natürlich Spencer Pope.
Lieber kompakt stehen. Ah, kein Fokusspieler, das passt schon. So, wir spielen jetzt hier mit Zonenverteilung. Gucken wir mal, ob das klappt. Milton. Nimmt den. Trifft den nicht. Spencer Pope. Spencer Pope wird gefoult. Schön. Ist gut, dass er zur Linie geht. Macht den ersten. 6 Punkte jetzt Spencer Pope. Und der ist perfekt. Okay. Wir gucken mal, ob es weiter klappt mit der Zonenverteidigung. Hätte ich auch schon viel früher einstellen müssen eigentlich. Wäre durchaus sinnvoll gewesen, aber nun gut. Er kann den Wurf nehmen. Nimmt ihn aber nicht. Oh, den haben sie jetzt natürlich super gefunden. Ja gut, das war jetzt natürlich super gespielt. Hier Harris komplett frei. Finney Smith. Gartner. Ah, jetzt hier Bamba. Oh, wird weggeblockt. Der war perfekt gewesen und wird trotzdem weggeblockt. Pope. Kevin Gore. Ist jetzt da. Gartner kommt da nicht durch und verliert ihn einfach. Ja, kommt, macht schnell. Macht schnell, Finney Smith. Spencer Pope. Kevin Gore. Macht ihn. Schnell gespielt einfach und gib ihn. 10 Punkte ist noch machbar. Noch ist es machbar. Harris. Macht ihn nicht. Okay. Spencer Pope. Gartner. Och, Gartner, komm schon. Milton frei. Trifft ihn aber auch nicht. Jetzt Gartner. Finney Smith. Und jetzt hier Kevin Gore. Der hat hier das Mismatch. Muss ich da eigentlich durchpumpen? Eigentlich muss das klappen. Nimmt den. Trifft den nicht. Jetzt wieder Gartner. Verliert den da fast. Spencer Pope. Kevin Gore stellt den Block. Oh, ey, das ist unglaublich, ne? Diese Dinger, die so knapp reingehen könnten, gehen einfach alle nicht rein. Schwieriges Ding. Kevin Gore stellt den Block. Pope wieder frei, geht doch. Gartner fast mit dem Stil. Shayok hat den Dreier. Macht den Dreier. Jetzt hier Pope. Muss jetzt hinrennen. Muss den nehmen. Trifft ihn natürlich nicht. Ja, 12 Punkte ist kaum noch zu holen, Leute. Also das ist jetzt eine Mammutaufgabe, muss man ganz ehrlich sagen. 12 Punkte gegen Philly hier aufzuholen, das wird ganz, ganz schwierig. So, Chris Dunn. Schön. Hero. Geht doch. Sehr schön. 3-2 Zone weiterhin. Versuchen sie jetzt einzuschränken. Finden aber den Dreier. Aber machen ihn nicht. Jetzt Tyler Hero. Schön wieder den Block gestellt. Hero. Trifft ihn nicht wieder, Kevin Gore. Okay, okay. Wichtig, dass wir jetzt mal wieder rankommen. Wichtige Punkte jetzt. Floppy müssen wir versuchen auszunutzen, wenn Hero sich einfach freispielen kann.
Jetzt brauchen wir wieder eine gute Defense. Sie finden den Wurf. Ah, gut. Müssen wir ihnen aber geben. Wenn wir die Zone wieder offen machen, besiegen sie uns halt so. Und jetzt hier Tyler Herro mal mit Geschwindigkeit. Oh, yes. Dank den einfach über Al Horford. Come on, ich will einen Highlight-Clip. Oh, yes. Tyler Herro on fire. Nice. Herro mit 10 Punkten jetzt. Ah, sie machen es wieder dorthin. Okay, wir müssen eine neue Defense-Taktik nehmen. Zone können wir nicht mehr ganz Zeit machen. Dann auf Herro. Bamba stellt den Block. Bamba Mitteldistanz. Bamba nichts. Und jetzt Philly. Und jetzt Philly. Boah. Foul von Simmons. Bamba muss sich die von der Freiwurflinie holen. Holt sich die auch. Zone haben wir jetzt erstmal. Machen wir nur noch 2-3 Zone. Geht nicht rein. Spencer Pope mit Geschwindigkeit. Tyler Herro. Ganz schlechter Wurf. Ja, es war jetzt einfach auf schnell, schnell, aber das bringt dir ja auch nichts, wenn es halt so katastrophal ist. Wurf faul. Richardson. Macht das stark. Gardner am Ball. Stellen den Block nicht so gut, ne? Bamba stellt den. Jetzt von draußen. Schön. Ja, es sind aber 10 Punkte. Müssen wir ganz ehrlich sagen, das noch aufzuholen, das wäre ein Monster-Comeback. Oh, schöner Stil. Und jetzt Spencer Pope, jetzt Lauf. Und wird gefoult von Richardson. Starkes Foul. Muss man einfach so sagen. Okay, Pope macht den ersten. Macht den zweiten auch. Es sind wieder 8 Punkte. Es wäre aber immer noch ein Monster-Comeback. Es wäre, glaube ich, ein Comeback von 12, 13 Punkten. Oh, kann den Wurf natürlich auch. Macht er nicht? Jetzt Gardner. Oh, Spencer Pope. Der auf Mohamed Bamba. Oh, yes. Es sind nur noch 6. Es sind nur noch 6 Punkte, Leute. Was ein Wurf von Mohamed Bamba hier. Was ein Abschluss. Es sind nur noch 6. Oh, Richardson. Conley. Horford nimmt den weiten Dreier, trifft ihn nicht. Und jetzt, oh, da werfen wir den Ball weg. Ah, das war's. Das war jetzt eine ganz, ganz blöde Situation. Tyler Herro. Auf Mohamed Bamba. Den muss er machen. Porter macht ihn. Okay, wir sind noch da. Noch sind wir da. Noch sind wir ganz minimal da. Ah, dieser eine weggeworfene Ball, das wird, tut weh. Conley, nein. Nein, 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 nein. Kein Foul, kein Foul. Coaching Challenge. Wir versuchen's. Entscheidung wird zurückgenommen. Entscheidung wird zurückgenommen. Ging schnell. Entscheidung wird zurückgenommen. Jetzt gewinnt den Tip-Off hier. Bamba hat ihn. Okay. Jetzt müsst ihr da alle freispielen. Tyler Herro muss zum Wurf kommen. Tyler Herro kommt frei zum Wurf. Tyler, nein!
Das war der entscheidende Wurf vielleicht, der eben nicht reinging. Oh, faul, sagen sie. Ist das bitter, Leute. Wir hatten die Chance, zurückzukommen. Muss man einfach sagen. Haben sie aber nicht genutzt. Brauchen jetzt den Stop und dann einen schnellen Dreier. Nicht drin, okay. Spencer Pope macht ihn. Okay, 4 Punkte. 4 Punkte? Da ist noch was möglich, Leute. Es ist heftig, wie wir zurückgekommen sind. Ah, dieser eine Wurf von Hero. Der Dreier, der hat reingemusst, muss man einfach sagen. Der Dreier von Tyler Hero hat reingemusst. Wir gehen jetzt auf den Steal und müssen den halt irgendwie kriegen. Irgendwie den Steal. Ja, okay, dann kriegt er halt die Freiwaffe, die schnell. Macht leider beide. So. Jetzt Marcel Gardner. Hero nimmt den. Ne, Porter ist das. Und macht ihn. Er macht ihn rein. Es sind 50 zu 53. Stark. Sehr, sehr stark. Ich muss jetzt natürlich... Ah, gut. Das ist für die Defense dann natürlich nicht so gut, ne? Jetzt brauche ich jetzt eher Kevin Gore. Und gleich für die Offense brauche ich dann Hero. Muss ich jetzt irgendwie den Ball stehlen ganz schnell? Okay, dann Foul halt. Wenn der Steal nicht klappt. Für Kevin Gore will ich... Nein, nicht Plumlee. Wartet. Kurz warten, ich muss es kurz so machen. Für ihn hier raus, dafür soll... Wo ist denn der Hero rein? Bestätigen, ja. Warum ist Kevin Gore jetzt... Leute, geht floppy. Ist mir egal, wer Spencer Pope, Michael Porter Jr. Nimmt den. Trifft ihn nicht. Ja, ist vorbei. Ja, war unnötig. Ist vorbei. Ja, die Timeout hätte ich vielleicht auch nehmen können, aber ja, gut. Und den trifft er dann nicht. Dann ist es aber auch schon egal. Wir verlieren knapp gegen Philly. Dieser eine weggeworfene Ball, der war halt hart. Dieser eine weggeworfene Ball, der war halt sehr, sehr hart. Gerade in der Phase, wo wir richtig gut am Kommen waren. Da haben wir den Ball einmal weggeworfen. Da hat Philly mal wieder gescored nach einer längeren Zeit. Und das war der Knackpunkt. Das war wirklich das, was uns heute das Genick gebrochen hat. Sonst wären wir einen Ticken näher dran gewesen. Trotzdem habe ich einige gute Erkenntnisse von diesem Spiel. Tyler Hero spielt sich soweit ganz gut. Aber auch er, muss man sagen, ein, zwei, dieser eine freie Dreier, wo schön Blocks um ihn gestellt wurden, den hätte er machen müssen. Den einen Dreier hätte er auch unbedingt machen müssen. Aber nun gut, 101 zu 90 verlieren wir. Gegen die Philadelphia 76ers. Wir sehen die Statlines. Richardson 24, 9 und 4. Harris mit 14 und 4. Conley ganz gut. Ach, viele, viele Leute haben hier gut gescored. Haben das echt gut gemacht, muss man sagen, Philly. Wenn wir Zone verteidigt haben, haben sie gute Antworten von außen gefunden. Pope mit einer starken Nacht. Hero auch ordentlich. Bamba. Schade. Schade, schade, schade. Spielbericht sieht man ja auch hier. Die Wurfquoten waren halt das einzige Problem bei uns, ne? Schade. Aber nun gut, euer Veloschen meldet sich für die Folge hier ab. Wie gesagt, nicht wundern, wenn die nächsten 2-3 Tage FIFA-Content kommt. Danach kommt das Ganze wieder im Wechsel, habe ich auch am Anfang der Folge gesagt. Die ersten 3 Tage wird es wahrscheinlich erstmal FIFA geben, jeweils 2 Folgen auf meinem Kanal. Ich hoffe, alle, die auch daran interessiert sind, seid auch mit dabei. Alle anderen, viel mehr NBA-Stuff, abonniert trotzdem den Kanal, das wird hier trotzdem regelmäßig laufen. Die Serie hier ist einfach momentan mega nice, macht mir momentan mega viel Spaß. Aber wie schon gesagt, ich melde mich fürs Erste ab und bye bye.